Jo Leute, was geht ab? Hier ist euer Iconos mit dem nächsten EAFC 24 Player Review Video. Heute geht es mal um Rio Ferdinand Icon. Ich habe ihn als Leihspieler. Trotzdem eine sehr, sehr interessante Karte. Seht ihr, ich habe noch kein Spiel mit dem gemacht. 3-3, 82 Pace, 90 Def, 85 Physis. Wir gehen direkt mal in die Rivals rein. Finde ich eine sehr interessante Karte. Wo wir auf jeden Fall jetzt mal vielleicht ein paar Aktionen ja, mit reinnehmen können. Finde ich immer interessant, mal zu gucken, die Karten. Liegt preislich nämlich bei 845k aktuell. Also es ist eine Karte, die für kaum einen aktuell erreichbar ist. Oh, Gegner, gutes Team. Aber das ist halt ein Blick in die Zukunft, kann man den auf jeden Fall mal testen. Ich mal gespannt, wie der sich jetzt spielen lässt. Der gute Rio Ferdinand, auch die vergangenen Jahre war das immer eine extrem gute Karte. Und ja. Vielen, vielen Dank auch schon mal für die letzten Videos. Das Viali-Video, das Leao, das Kvaratskhelia-Video kam ja sehr, sehr gut bei euch an. Und deswegen gibt es heute direkt am fünften Tag oder am vierten Tag in Folge das nächste Player Review. Da ist er wieder, der Boy Viali. Vielleicht jetzt Ferdinand direkt mal in Aktion bringen. Wo ist er? Da hinten, glaube ich. Da ist er, Ferdinand, ja. Wie gesagt, Ferdinand war eigentlich immer die letzten Jahre eine extreme OP-Karte. Deswegen, was ich mal halt erwarte, dass er zweikampfstark ist, körperlich halt extrem robust und halt nach einer Ecke vielleicht auch mal da eine Bude macht. Das werden wir sehen. Wo ist er, Ferdinand? Ich wähle ihn erstmal aus. Ich lasse den Gegner jetzt auch erstmal extra kommen, dass wir hier ein paar Aktionen reinbekommen. Hier, geh mal durch, Bro. So, das ist er, Ferdinand. Geht direkt hier Ferdinand, körperlich okay. Muss mal schauen, da ist Ferdinand. Hier ist er direkt stark. Das sind genau die Aktionen, die ich testen will. Stellt er gut den Körper rein. Robust, also so wie wir ihn eigentlich in Erinnerung hatten. Das ist 845k. Ist halt auch eine Hausnummer. Hier ist er wieder. Gut Druck gemacht. Ist echt eine Hausnummer. Gerade jetzt in der Anfangszeit FIFA. Wow. Ich setze mal ein Passspiel aus, versuche mal einen Longline-Pass. Okay. Der war jetzt nicht so geil. Hier Ferdinand wieder. Oh, da auch. Leichter Stellungsfehler. Wir müssen das ja auch fair bewerten. Von Ferdinand. Körper reingestellt. Abwehrspiel ist halt immer, wisst Bescheid, ein bisschen schwierig, da die perfekten Momente reinzubekommen. Aber habt ihr ja gesehen, ein oder zwei gute Zweikämpfe geführt. Auch hier jetzt Geschwindigkeit. Ist okay. 82 Pace, denke mal, ist eine Karte, die auf jeden Fall das ganze Jahr spielbar ist. Das Einzige, was wir jetzt auf jeden Fall auch testen, ist erstmal hier so ein Longline-Pass. Na, Passspiel, muss ich sagen, ist überhaupt nicht gut. Also Passspiel definitiv ganz, ganz schlecht. Ich bin auch einer, der halt gern. Hier ist er wieder, Ferdinand, auch da körperlich. Ja, weiß ich jetzt bis jetzt. Kannst gerne mal bei euch reinschreiben. Vielleicht hat den auch schon mal einer getestet. Hier wieder ein Pass. Der kommt jetzt zwar an, aber da war jetzt auch keine Bedrängnis. Weiß ich nicht, bis jetzt wirkt Ferdinand so 845k. Wenn ich das sehe, ich habe da einen Bremer für 17, 18, 19k spielen. Der wirkt dann schon. Wirkt dann eigentlich schon stabiler. Hier ist Ferdinand, guter Laufweg. Also Stellungsspiel kann ich sagen, ist auf jeden Fall direkt ein Vorteil. Passspiel muss man auf jeden Fall schlecht bewerten. Hier ist er wieder. Wir schauen mal. Ferdinand. Ja, seht's, also Zweikampfführung, da habe ich ihn eigentlich, ist jetzt eigentlich quasi sogar sein Tor, weil er nicht richtig hingeht. Also Zweikampfstärke finde ich jetzt nicht so krass. Also Zweikämpfe und Passspiel nicht so gut. Das einzige Positive ist jetzt Stellungsspiel, was ich bis jetzt habe. Tempo und Stellungsspiel muss noch positiv. Sieht es mit Beweglichkeit aus. Ah, gut, Verteidiger. Aber hier wieder Passspiel ist, also Passspiel ist eine absolute Katastrophe. Muss man ganz klar sagen. Ja. Weiß ich jetzt nicht. 2-0, also ist auch wieder sein Fehler, muss man halt so sagen jetzt. Puh, ist schwierig, Freunde, ganz, ganz schwierig. Ob es wirklich wert ist,
ich habe halt immer dieses Preisschild da von knapp 900k vor Augen. Gucken wir jetzt nochmal, ob er nochmal einen durchschickt. Muss ich ganz klar sagen. Play Reviews sind ja dazu da, dass man so eine positive, also dass man sich ein Bild macht und das auch fair bewertet, weil es bringt mir jetzt nichts, mich hinzustellen und sagen, ja, alles geil, alles toll. Ferdinand, ja gut, den hat er gut geblockt. Ist wieder Thema Stellungsspiel, habe ich ja gesagt. Ist für mich das einzige Positive, ist echt Tempo und Stellungsspiel, also Zweikampf. Da springt er auch wieder vorbei. Zweikampfführung und Passspiel vor allen Dingen, das finde ich katastrophal. Also wenn du als Innenverteidiger brauchst, man dann schon, finde ich, ein gewisses Passspiel, dass man halt auch von hinten rausspielen kann, weil ich bin immer einer, der lässt sich halt gern von hinten durchkombinieren, also kombiniert gern von hinten durch, besser gesagt. Ja. Also muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, meiner Meinung nach, von mir gibt es auf jeden Fall ganz klar keine Kaufempfehlung. Sag mal so, wenn er jetzt 200-300k kosten würde, dann hätte ich vielleicht gesagt, ja, aber nicht für 900k. Deswegen ist von mir auch von der Bewertung her eine 7 vielleicht, wenn überhaupt. Hier ist er wieder Ferdinand, wir schauen mal. Weiß ich jetzt nicht. Habe mich jetzt nicht so abgeholt. Wie gesagt, weil mit Bremer, vielleicht auch weil ich eingespielt bin, das erste Spiel. Aber ich weiß nicht, der Bremer und so, die haben mich halt direkt gepackt gehabt. Chukwueze. Leao, schade. Also Ferdinand hat mich jetzt echt nicht abgeholt, muss ich sagen. Versuche nochmal hier vielleicht eine Aktion nochmal reinzubekommen. Ich will halt nochmal diesen Longline-Pass, weil das hat er, der kam er gefühlt nicht einmal an. Jetzt hat er den wenigstens mal gebracht. Der war auch schön. Aber ja. Im Großen und Ganzen ist das kein Spiel, den ich mir jetzt persönlich ins Team hauen sollte. Ist wieder Ferdinand. Schauen mal, Ferdinand. Soll ich hier nochmal eine Aktion bekommen? Der ist jetzt. Weiß ich nicht, Freunde. Weiß ich jetzt ehrlich nicht, was wir jetzt dazu sagen sollen zu Rio Ferdinand. K-Spieler. Puh. Ganz, ganz schwierig. Also, wie gesagt, von mir keine Kaufempfehlung. Finde ich ehrlich nicht gut für das Geld. Tempo und Stellungsspiel ist gut. Zweikampfführung und Passspiel ist katastrophal, muss ich sagen. Deswegen keine Kaufempfehlung. Ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da und dann bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht's gut. Ciao.